Ah, gut. Der Held der Steine ist da, im Herzen von Europa. Na, Spaß, aber hey. Das sind Legosteine. Und ich habe auch eine Packe passende Jogginghose. Kann ich euch direkt mal auch mal zeigen. Ich nehme auf. Ich liebe es. Also, aber wir befinden uns im Herzen von Europa in Manhattan, die schönste Stadt der Welt natürlich. Für mich persönlich. Also ich habe da so ein Feeling wie in keiner anderen Stadt. Natürlich ist Urlaub das Feeling in anderen Ländern was ganz anderes. International wird es doch nicht. Das ist erst am Donnerstag der Fall, beziehungsweise mit dem Video am Mittwoch. Aber wir bleiben ja dabei, dass wir erstmal Step by Step auf das nächste Spiel schauen. Und das ist ja ähnlich wie die Main-Metropole, eine riesengroße Stadt namens Bochum. Nee, ernsthaft, Bochum darf ich nur schätzen. Auch Ruhrpott. Und dementsprechend ist da auch sehr, sehr viel Tradition an dem Ort, sag ich jetzt mal. Und alles drum Bergbau da hinter. Ansonsten ist ja klar, dass wir insoweit der Favorit sind. Allerdings, jetzt kommt das große Allerdings, wir haben hier ein dickes, fettes Problem. Wollt ihr wissen, welches? Ich glaube, andere Fans wissen es. Wenn die Bochumer Fans zuschauen oder das Video anschauen, ja, die wissen es vielleicht nicht. Ihr seid Letzter. Und das ist ein Problem. Ihr seid Letzter. Ihr habt in 8 Spielen einen Punkt geholt. Ich sag's euch, ihr werdet mindestens 2 Punkte am Samstag um 17.25 Uhr, ich mache mal 17.30 Uhr, haben. Das sage ich euch jetzt schon. Ich mache mal so ein bisschen mal Nachspielzeit und so weiter. Es wird der Fall sein. Weil wir verkacken nämlich gerne gegen den Tabellenletzten. Ich glaube, es gab eine Statistik, ich glaube, Frankfurt ist der Club, der am meisten gegen den Tabellenletzten verloren hat oder Punkte auch gelassen hat. Muss man sich mal vorstellen. Das ist schon krank eigentlich. Das ist schon richtig, richtig krank. Kommen wir mal zur Statistik. 73 Spiele, 29 Siege für uns, 18 Remis und 26 Siege für Bochum. Man kann also sagen, für mich ist das relativ ausgeglichen. Wir haben halt nur 3 Siege mehr. Also von daher, das ist praktisch nichts. Aber wir haben natürlich international wesentlich mehr Erfahrung. Aber, nicht vergessen, Bochum war mal in der Europa League, hat 8 Spiele gespielt. Und wenn wir so die letzten Spiele anschauen, generell gesehen, ist die auch ausgeglichen. Sogar, wenn man die letzten 5 Spiele betrachtet, ist es pro Bochum. Fangen wir von früh nach spät an. Also jetzt, wir fangen mit dem vor kurzem an bis spät. Wir hatten das 1-1 zu Hause und das 1-1 in Bochum letzte Saison. Beide Spiele. Davor die Saison 1-1 zu Hause. Ich weiß euch verarschen nicht. Und davor dann haben wir 3-0 gegen Bochum verloren. Also in Bochum verloren. 3-0. Wir spielen zum Glück in Frankfurt. Ich habe keine Ahnung, wie das damals passieren konnte. Ich weiß, ein Dicker hat ein Eigentor gemacht. Also ich habe Statistik vor mir. Ich habe null Gedächtnis zu diesem Spiel. Normal sehe ich das Ergebnis, kann ich Spielverlauf ungefähr dann im Kopf haben, aber da null. Also ich habe das 0,0 im Kopf. Keine Ahnung. Müsste ich mir vielleicht nochmal bei Eintracht TV im Real Life anschauen. Zumindest die Highlights. Nichtsdestotrotz spielen wir in Frankfurt. Und da sind wir halt seit keine Ahnung wie lang
ungeschlagen. Ich sage euch mal jetzt bis zur nächsten Niederlage, wie die Spiele in Frankfurt ausgegangen sind. Also wie gesagt, die 2-1-1. Das fünfte Spiel, was ich gerade nicht erwähnt habe, ist das 2-1 zu Hause. 2-1, 4-0, 1-1. Und in der Saison 2007 haben wir 3-0 verloren. Ach du Scheiße. Also lange, lange ist es her. Und wir hatten 2012 noch ein Pokalspiel mit 13-0. Aber wir können 2012 nicht mit 2024 vergleichen. Zumal, das sage ich mal so, die Qualität sich erinnert hat im Fußball. Aber weil die Eintracht von damals nicht mehr die Eintracht ist, die sie jetzt ist. Weil damals die Eintracht hat immer im Abstieg gespielt. Beziehungsweise in der zweiten Liga, habe ich gerade gesagt, Pokalspiel war das. Natürlich, zweite Liga, das 3-0. Pokalspiel war nämlich 2013 mit dem 2-0. Also auch da, Fun Fact, wir haben alle Pokalspiele gegen Bochum zu Hause gehabt. Das sind genau genommen 3 Stück. Also lange, lange, lange ist es wirklich her, dass wir da mal gegen Bochum verloren haben zu Hause. Wir hoffen natürlich, dass es dabei bleibt und dass wir hier 3 Punkte einfahren können. Ich hoffe es. Also muss ja. Wir haben ja nicht nur Robin Hood gespielt, haben von den Reichen genommen. Wir haben nur 1-1 gespielt gegen Bayern und nur 1-1 gespielt gegen Union und in Leverkusen verloren. Das heißt, Leute, wir haben nicht von den Großen genommen diesmal. Das heißt, wir haben kein Robin Hood-Manier. Wir haben nicht genügend Punkte geholt, um es den Armen zu geben. Von daher werden wir am Samstag doch gewinnen. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, was soll ich denn sagen? Wir sind der klare Favorit. Ich weiß nicht, inwiefern die 90 Minuten in den Knochen sind. Ich glaube, und das hat der Topmüller erwähnt, fällt es leichter, wenn du gewonnen hast. Es kommen die 90 Minuten aus Knochen leichter, sag ich mal, als wenn du verloren hast. Du hast gewonnen, ist alles geiler. Es ist genauso wie, wenn du eine geile Phase in deinem Leben hast und privat alles läuft, geht es dir besser. Du bist wahrscheinlich auch eher nicht anfällig für Krankheiten. Geht es dir aber schlecht, ein bisschen moralisch down, sage ich jetzt mal, dann merkst du auch jedes kleine Wehwehchen mehr. Ach, hier tut mein Rücken ein bisschen weh, da tut mein Rücken ein bisschen weh, hier ein bisschen angeknackst und so weiter. Du bist vielleicht sogar krank. Und das ist es nämlich. Von daher war es gut. Bochum hat bisher im Schnitt weniger als ein Tor pro Spiel gespielt. Das ist, und fast 3 Stück pro Spiel kassiert. Ich glaube auch nicht, dass sich Bochum bei uns verstecken wird. Ich glaube aber, das wird dann doch noch, könnte auch ein harter Kampf werden. Aber ich denke, im Endeffekt werden wir wahrscheinlich 2-1, 3-1 gewinnen, so meine Hoffnung. Gerade wenn Mamouche und Ekidike da dabei sind. Allerdings, muss man ja auch erwähnen, haben wir auch schon 12 Tore kassiert in 8 Spielen. Beziehungsweise 16 geschossen, das ist genau 2 Tore pro Spiel und 1,5 kassiert. Ja, das ist nicht unbedingt so schön, wobei man mal sagen muss, alle, die da oben haben, oder alle, die da oben sind, haben viele Tore kassiert. Es sei denn, ja, Leipzig mit 3 Gegentoren auf Platz 2 und Berlin auf der 4 mit 5 Gegentore. Und da sind alle auch trotzdem 11, 12, 14, 15, Leverkusen 15. Die hatten 15 Gegentore in der letzten Saison am 22. Spieltag oder irgend sowas, habe ich gelesen. Kranker Shit. Fakt ist, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und ich bin auch dafür, dass Collins ein Startelfdebüt bekommt. Sollte er fit sein. Ich weiß nicht, wie fit er ist, weil er hat ja schon 70 Minuten ungefähr gespielt. 65 Minuten eingewechselt worden. Ja, 55 Minuten plus halt die Nachspielzeiten. 65 plus Nachspielzeit. Also doch 70 Minuten. Sorry, also heute bin ich komplett durch. Ich habe heute schon mich so oft korrigieren müssen. Wir haben schon Plan für morgen gemacht mit dem Zugfahrt. Müssen aber überhaupt Bahnhof fahren oder was abgeben müssen. Und ich habe erstmal einen Zug rausgesucht, der direkt zum Stadion fährt. Also, man muss halt wieder umplanen. Das ist so doof. Aber zum Glück ist Wochenende und alles drum und dran. Also zur Aufstellung, Trapp im Tor, ja. Theater wird höchstwahrscheinlich nicht spielen, ne?
der wird, es wäre schon lustig, wenn er sich auch gegen am Donnerstag noch eine rote Karte abholt, dann ist er quasi in jedem Wettbewerb gesperrt, wobei in der Bundesliga wäre dann nicht mehr gesperrt, aber trotzdem irgendwie lustig. Ja, stören würde ich dann wirklich lassen, Marmoush und Ekitike von Anfang an. Die Frage ist, lässt man Matanovic die Chance? Oder stellt man Marmoush und Matanovic rein und Ekitike kommt dann später, damit er auch ein bisschen Ruhe hat, damit er für Slavia Prag fitter ist. Das war schon schlau von einfach Marmoush draußen zu lassen und dann ihn gegen Gladbach dann in der 60. zu bringen. Muss ich mir vorstellen, ne? Bringst Marmoush. Aber auch vielleicht mal Ekitike vielleicht später zu bringen, damit er halt für das Europa-League-Spiel fit ist. Weil wenn ich mir denke, was der gegen Gladbach gerannt ist, wenn er auch nochmal gegen Bochum so rennen muss, vielleicht fehlt ihm dann gegen Slavia was und das will ich nicht. Deswegen vielleicht Ekitike halt mal draußen lassen oder dann halt zur 60. Minute auswechseln. Oder ihn halt zur 60. Minute bringen. Von daher vielleicht mal Tarnovic, mal Musch vorne. Wir haben genügend andere Spieler, die das Spiel machen können. Götze kann geile Spiele machen. Collins hat bewiesen, was er alles kann mit seinen Bewegungen nach vorne. Wie gesagt, das 2-1 gegen Gladbach gehört 50% ihm. Von daher bin ich davon überzeugt, dass wir die Möglichkeit haben, da auch gute Taktiken zu machen. Und unsere jungen Spieler haben auch bewiesen, was sie können und dass man sie ins kalte Wasser speisen kann. Und aus denen könnte noch richtig groß was werden. Man hat ja so wie die Bedenken, was ist, wenn in der Abwehr einer ausfällt? Wie gut sind die jungen Spieler? Aber Brown, wie auch Collins, vor allem Collins, haben das so gemacht. Klar, sie werden ihren Fehler machen. Höchstwahrscheinlich, ja, ist halt so. Und als Abwehrspieler, beziehungsweise als Torwart, grüße ich ihn raus an Santos, ist das immer bitterer, weil dann ist das oftmals irgendwie zum Gegentreffer führt. Wenn Stürmer einen Fehler macht, ist das nicht so tragisch. Dann kommt die Mittelfeld, Abwehr und der Torwart noch. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon Collins von Anfang an spielen lassen. Klar, Duda, Koch und Nkunku. Das passt schon. Ich würde Götze bringen. Dann hat die Frage, Skiri oder der Hut. Skiri hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Fand ich gegen Gladbach. Ja, sehen wir vom Lupfer da ab. Ansonsten hat das wirklich ein richtig starkes Spiel gemacht. Also Skiri, fetten Respekt. Larsen muss drin sein. Haben wir 4, 5. Die beiden 6, 7, 8. Ekitike. Marmoush, beziehungsweise Marmoush und ein Sturmpartner. Und dann ist die Frage, Dina Ebimbe. Ich finde, und das habe ich ja schon erwähnt, Dina Ebimbe sollte Startelf-Debüt bekommen wieder. Startelf-Einsatz. Einfach aus dem Grund, weil er gegen Gladbach Opfer war des taktischen Wechsels der Umstrukturierung. Und deswegen, und weil ich mir er eigentlich in den 20 Minuten schon gut gefallen hat, sage ich jetzt mal, soll er den Startelf-Einsatz bekommen. Und dann hast du Dina Ebimbe, wie gesagt, rechts. Hast dann ja Götze, Larsen etc. Skiri, der Hut da in dem Mittelfeld. Dann hast du hier den vier Verteidiger. Das ist eigentlich mal eine gute Startelf. Und dann mal gucken, was da möglich ist. Also, ich hoffe auf 3 Punkte. Weil ich bin diesmal sogar nicht in der Kurve, sondern woanders. Auf der Ost. Ja. Weil wir haben jetzt Sitzplatz benötigt, weil ich mit Freunden war. Nein, es sind keine Bochumer, sage ich euch direkt schon. Sondern einfach, die können nicht lange stehen. Da habe ich gesagt, okay, dann komme ich mit euch rüber. Und dementsprechend schauen wir mal, was das wird. Hoffen wir auf ein gutes Spiel, geiles Spiel. Einfach, dass wir viel Spaß haben, viel feiern können. Dass ich mich nicht so sehr aufregen muss. Aber wer weiß, wir werden uns dann hören, sehen. Am Morgen Samstag, ich weiß nicht, wann ich meine erste Reaktion machen kann. Vielleicht mache ich die auch, wenn ich zu Hause bin, dann so gegen 9 Uhr. Dann ist auch ein bisschen Zeit vergangen, aber ja, und dann der komplette Rückblick wie immer am Tag danach. Ich sage auf jeden Fall hier schon mal Arrivederci, eure Tipps gerne unten rein. Like gerne das Video, kommentiert und vor allem abonniert. Ist immer schön, wenn man sieht,
Da kommt ein paar Abos dazu. Und wir wollen ja auch wachsen, ne? Arrivederci, wir sehen uns. Bis dahin und ciao, ciao.